kleine Eishöhle besteht aus Hartschaum hauptsächlich, ist mit einem Toilettenpapier-Leimgemisch überzogen und ist ebenso wie Norbert komplett handgeschnitzt. Seine Füße sind aus Gärtnerdraht und den Schnabel habe ich noch einmal extra in Leim getunkt, damit er ein bisschen glänzt. Was macht ihr denn noch hier? Hier, da geht es zum nächsten Video oder da unten. Da habe ich euch die Playlist mit einem Museumsvideo zu geben. Oder noch besser, ihr kommt vom 15.09. bis zum 27.10. einfach nach Hornburg ins Wandermuseum und schaut euch die Ausstellung vor Ort an. Die Ausstellung ist immer Donnerstag bis Sonntag geöffnet von 14 bis 16 Uhr und ab Samstag und Sonntag könnt ihr mich dort auch treffen. Ich freue mich auf euch.